Und dann reisen wir jetzt, warte mal, nach Wolverine Hall. Warte mal, wo bin ich hier gerade auf der Karte mit Gnissis? Ach, ganz links. Dann lasst uns erstmal in die Mitte reisen, nach Aldruin. Und dann schauen, ob ich von dort aus weiterreisen kann. Nein. Gab es... Nein, na klar. In Aldruin gibt es keine Bootsreise. Ich brauche einen Ort mit Boot. Valmora ist auch nicht. Wo ist Cool? War ich schon mal in Cool? Lass mal nach Cool reisen. Einfach mal gucken, wie cool aussieht. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ich bin so lustig. Cool. So. Oh, schön. Guck mal, so ein bisschen exotischer. Das sieht hier verdächtig aus. Überall diese Hafenhäuser und hier haben wir so ein Haus. Tongas Handelshaus. Da muss ich reingehen. Sieht aus wie ein Haus von Aldruin, mitten aus diesen Sandstürmen. Khajiit hat keine Zeit für dich. Erstmal die Hände rausstrecken. Hallo. Okay, Handelshaus, aber sie verkauft nichts. Bist du eine Sklavin? Nee. Soterra. Gehört die zu den Unsrigen? Nein, okay. Scheint irgendeine Gilde zu sein oder sowas. Interessant. Okay. Ich wollte nur gucken, ob es hier vielleicht irgendwas Besonderes gibt. Ob sie mich sofort auf irgendwas ansprechen. Hey, du! Dann gibt es hier auch eine Bootsreise. Das wäre sehr schön. Also Hafen kann man das jetzt hier nicht nennen, aber... Ne? Ah ja, guck mal. Khajiit oder die Dunkelelfe? Ich denke eher die Dunkelelfe. Beeilung, Beeilung! Letztes Boot nach Solstheim, bis das nächste kommt. Der Irre. Ach, guck mal, zwei Reisende. Dann ist das hier die für die Erweiterung. Eisfalterfestung in Solstheim. Da hat auch jemand letztens von euch in den Kommentaren gefragt. Hier, diese Insel ist Solstheim, von der ständig alle erklären, die mit dem Add-on Blood Moon dazugekommen ist. Aber wir wollen erstmal nicht nach Solstheim, sondern... Wo waren nochmal Gnarmok? Wartet mal. Gnarmok, da... Telmorar, Vos... Telarun... Gnisis, Gnarmok, nein. Dann vielleicht um so über Dagonfell? Ich könnte auch über die Magiergilde mich einfach dahin teleportieren, das weiß ich selbstverständlich auch. Aber ich möchte auch die Bootsreisen ein bisschen kennenlernen. Reisen wir mit dem Boot nach Sadrif Mora. So. Einfach über die Städte an der Küste entlang reisen. Puh, sehr schön. Magiergilde wäre insgesamt gesehen sehr wahrscheinlich um einiges schneller gegangen. Hoppala. Weil wir dann einfach, dann wäre ich wahrscheinlich einmal nur nach Balmora gereist mit dem Schlickschreiter. Und dann im Prinzip einfach nur mit der Magiergilde direkt hier in die Wolverine. Wolverine, Wolveraus. Oh Gott, so lustig. So nicht lustig. Obala, nee, aber... Absorbieren wir das mal kurz. Sehr gut. Worum geht es? Eigentlich müsste man sagen, was? Du wolltest doch Attribute wiederherstellen, dann absorbierst du das und das findest du sehr gut. Kann ich nicht verstehen. Oh, warte mal. Oh, ich bin so dumm. Möge ich euch jederzeit begrüßen, Freund. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Scheiße. Oh. Ich frage mich... Nein! Why? Wie viele Leute von euch jetzt gefacepalmt haben? Oh, wo bin ich denn hier gelandet? In Molag Maar mit der Almsivi-Dingens? Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich setze mal kurz vor. Ich frage mich, wie viele von euch richtig, richtig hart gefacepalmt haben jetzt. Da rede ich so viel die ganze Zeit davon. Ja, jetzt müssen wir dahin laufen. Ach, hier sind wir. Stimmt, das war dieser Fall, den ich hier letztens hatte, der mich so erschrocken hat. Nee.
Ich erzähle Yazadrith Morar. Ich hatte so im Kopf automatisch immer noch abgespeichert. Rundi. Rundi ist unser Auftraggeber. Wir bieten euch eine besondere Reise an. Zu einem niedrigen Preis. Es war doch in Altruhn der Typ. Wir haben doch Rundi schon fertig gehabt. Oh Mist. Wie komme ich jetzt am schnellsten... Ist da überhaupt ein Schlickschreiter? Ja, oder? Goddammit. Reisen wir einfach so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ich habe Lust, euch verschiedene Einblicke zu zeigen. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ein paar Ausblicke zeigen, wie die Landschaft aussieht in Morrowind. Die unterschiedlichen Küsten. Hey, mal ein normal gefärbter Staubwind. Ein Aschesturm, Entschuldigung. Wir wollen ja beim richtigen Fachbegriff bleiben. So, jetzt aber. Also, Perseus. Einen Kopf habe ich dir jetzt nicht gebracht, aber ich hoffe dennoch, dass es dir reichen wird, wenn ich es dir einfach sage. Der ist fertig. Gute Arbeit. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Hier ist euer Anteil. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Anerkennung, wir sind nun Beschützer. Vielleicht nochmal Beförderung? Vielleicht magst du mich besonders? Okay. Übt eure Fertigkeiten. Okay, da werden wir das nächste Mal dann wieder ein bisschen trainieren müssen. Mehr Befehle. Serio Avon Oran aus Suran. Oh, das Pornostädtchen. Hat uns einen Auftrag gegeben. Er hatte Probleme mit Banditen in Suran. Oh, was ist los? Erstens, wer ist das überhaupt? Er ist ein guter Anführer. Die meisten Anführer halten ihre Position für selbstverständlich und vernachlässigen ihre Aufgaben gegenüber dem Volk. Doch Serio Oran ist nicht so. Er nimmt seine Aufgaben in der Stadt Suran sehr ernst. Sucht ihn dort auf und sprecht mit ihm über die Banditen in Suran. Okay, was ist denn da genau so los? Geht dorthin und redet mit ihm. Er kann euch mehr darüber sagen. Okay, alles klar. Es wird einfach gesagt, er ist der Anführer, aber... Okay, dann werde ich wahrscheinlich in Suran fragen müssen. Bat mich, mit ihm dort zu sprechen. Die Stadt ist von Banditen überfallen worden. Okay. Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Okay, wir haben noch genug Reparaturhämmer. Da muss ich erstmal nichts mitnehmen. Gut. Dann würde ich sagen, reisen wir direkt nach Suran. Da waren wir ja sogar vor kurzem im Schlickschreiter. Bei meiner absichtlichen Reiseaktion. Ich glaube, wir sind über Balmora gerade eben gereist und von Suran aus Wo nach Balmora. Wollt ihr hin? Nochmal und Suran, ausgezeichnet. Seht ihr, deswegen mache ich die Reisen. So können wir uns dann nämlich Stück für Stück über die Dauer ganz gut merken, wo was hinführt. Macht der Gewohnheit hat mich vorhin den falschen Weg geleitet. So, Serio Avon Oran. Wir müssen ein paar Leute fragen, wo dieser Typ hockt. Was ist das hier? Normaler Wachturm? Nee, ich nehme an, in einem Ratshaus oder sowas. Oder im Pornostüble. Nee, das glaube ich nicht. Das ist hier eine Ausstatterin. Hätte schon Bock, mal wieder zu gucken, was so die normalen Händler verkaufen. Ich habe in letzter Zeit einfach nur so viel mit diesem Kriecher... Oh, nice. Schütze, dankeschön. So viel mit diesem Kriecher zu tun gehabt, dass ich gar nicht mehr bei normalen Händlern war. Was hast du denn so? Das zeigt mir auch wieder, warum ich nicht mehr bei normalen war. Eisen, Netschleder, Echsenschuppen. Hey, interessant. Unnütz, aber interessant. Ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht so richtig. Außer man möchte vielleicht mal gucken bei den normalen Händlern, ob nicht irgendein Magierhändler oder so... einen Propylon-Index bei sich rumfliegen hat. Oh, warte mal, du hast aber Dietriche und so, habe ich gerade gesehen in der Auslage. Was sehr geil. Weißt du was? Ich habe so viel Asche. Gib mir mal... Du hast von allen nur zwei. Weißt du was? Die wiegen eh nicht so viel. Und ich möchte nie wieder so Dietrich- und Sondenmangel haben. Hier drücken wir den Preis noch ein bisschen runter. So. Gut. Jetzt habe ich für die nächste Zeit erstmal vorgesorgt. Ist da oben noch jemand? Nee, das ist nur deine Wohnung. Okay. Gut. Dann. Pornös muss es jetzt erstmal noch nicht werden. Pfandleier, nein. Ein Schmied, nö. Vielleicht ist auch der Angriff der Leute draußen. Oder vielleicht muss ich den erstmal aktivieren, wer weiß.
Ich suche ein wichtiges Haus. Sklavenmarkt, okay. Lasst mal da reingehen. Was ist da los, Sklavenmarkt? Oh, können wir vielleicht einen kaufen? Oh, das wäre so toll. Ich will einen Sklaven als Haustier, Papi. Da war vermutlich nichts. Außer ich. Nix? Man sagt Orvas drehen. Geht jetzt mit eiserner Hand gegen die entflohenen Sklaven vor. Er hat Kopfgeldjäger angeheuert, mit denen er... um denen auf die Schliche zu kommen, die den entflohenen Hilfe leisten. Ups. Wir haben ja schon mal ein paar befreit. Who's there? Ah, Avon Oran. Nette Hose übrigens. Mit so einer Domina-Maske auch noch. Komm her, möchte mit dir reden. Ah, Argonia, normal gekleidete Argonia. Ich möchte nur kurz gucken. Die Wolfskönigin, Wortgewandtheit, nice. Hey, das lohnt sich echt so in die wertvollen Bücher einfach mal reinzuschauen. Ich möchte dich zu Avon Oran befragen. Wo ist er denn? Der Gouverneur, genau. Er hält die Geschäfte in Gang, indem er sich aus ihnen herauskält. Nice. Falls ihr ihn besuchen wollt, im großen Haus westlich des Tempels. Okay, genau das wollte ich. Eine kleine Info. Schneiderin. Roben. Ich brauche cool aussehende Roben. Und Gürtel, die ich verzaubern kann. Und zwar, also ich glaube, ja, mittlerweile weiß ich ja, wertvolles Gewand, das ist das Wertvollste, oder? Oder ist extra Gewand noch besser? Oh, da ist noch ein anderes wertvolles Gewand. So grünlich, cool. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich brauche nämlich noch Zeug zum Verzaubern. Teuer, lame. Teuer, gewöhnlich. Extravagante Hose. Warte, habe ich hier was zum Vergleich? Hat sie eine extra gewandte... Was ist besser? Extravagant? Oder wertvoll gewandt? Ich würde sagen, extravagant ist besser, oder? Ah ne, hier, guck mal. Extravagantes Gewand, 40 Wert. Aber wertvolles Gewand, 240 Wert. Also ich glaube, wertvoll... ist dann tatsächlich so das Beste, was du kriegen kannst für Verzauberung als Grundstock. Nehmen wir mal das Grüne. Ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Weil das hier, das finde ich hier nicht so sympathisch, das Ding, ganz ehrlich gesagt, weil die Schulterpolster, die rausgucken. Das ist ein bisschen kurz und damit sehe ich so, ich weiß nicht, so ein Nerd-Gewand halt. nee, da fand ich das andere eigentlich besser. Schade. Aber zuerst bleiben wir so, das ist eindeutig besser. Solange ich hier noch nichts finde... Hier, das hat mir nicht so gut gefallen. Hier lege ich dir ab. Ist ein Geschenk. Schafft so viel Geld, was soll ich damit machen, außer zum Fenster rausschmeißen? Normaler Händler, nein. Lalala. Was haben wir hier? Ein Trankmischer, eine Alchemistin. Wir haben schon das beste Alchemisten-Equip, was man bekommen kann. Allgemeines Handelshaus, was sind da so für Leute drin? Kurz mal das Näschen reinstecken. Oh wow, das sieht hier ganz schön gammelig bei euch aus. Skooma, hey, ein Drogenhaus. Ich leihe euch mein Ohr, sprecht nur. Okay, dann gib's her. Oh mein Gott, er hat das Ohr weggerissen. Ja, sie hat gesagt, sie leiht es mir aus. Haha, sehr lustig, Stone. Nicht lustig, Stone. Gegenüber vom Tempel habt ihr gesagt, wa? Hey du, oh, du kannst ja, willst mir gar nichts sagen. Gegenüber. Oder meint ihr mit gegenüber so neben? Hier? Haus Oran, ne? Das hört sich gut an. Der hieß ja Avos Oran. Ravoso Arion? Nein, aber guck mal, da war eine glänzende Axt. Hast du vielleicht einen Propylon-Index? Nee, eine Kartoffel. Ich versuche ein bisschen genauer zu gucken. Teure Handschuhe. Jagdgürtel, gewöhnlich. Bin immer noch auf der Suche nach coolen Sachen zum Verzaubern. Nein, okay. Du bist nur eine Wache. Haus Khelalu, wie ich sehe. Hallo? Jawoll, nice. Dann bevor es weitergeht... machen wir mal,
Banditski. Speichern wir das mal. Wir müssen uns ja um Banditen kümmern, da ist die Benennung des Speicherpunktes ja sowas von klar. Die Banditen, was ist los, mein Freund? Die Banditen haben von Saturan und auch zum Teil von Venusan. Haha! Das ist nordöstlich von hier, von dort aus haben sie angegriffen. Direkt hinter den Bergen. Tötet Daldur Saris und die Überfälle werden ein Ende haben. Wenn ihr ihn gerettet habt... Gerettet? Getötet, oder? Erstattet mir Bericht und ich werde ein Kopfgeld in der Höhe von 1000 Drachen. What? Daldur Saris? Wenn ihr ihn gerettet habt. Vor was gerettet? Vor deinem Zorn oder was? Ausbildung. Ah, leichte Rüstung, guck mal. Okay, mein Freund. Sprecht. Nordöstlich von Suran, auf der anderen Bergseite. Nordöstlich, machen wir. Norden. Das ist nordwestlich. Wir wollen nordöstlich. Oh man, dort. Warte, wie heißt der Ort? Saturan. Normalerweise würde ich jetzt sagen, oh nein, guck mal, wie weit wir reisen müssen. Da müssen wir komplett außen rum rennen. Nope, 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 nope. Fliegen da einfach kurz rüber. Oh, ich liebe diesen Zauber. So, und damit hätten wir schon mal den steilsten Bereich geschafft. Hey, habe ich euch schon gefunden? Umbra!